Schüsse am Hochmoor. Ein Kriminalhörspiel von Hans Pfeiffer. Hallo, Schober. Grüß dich, Mangold. Na, was ist? Ich wollte nur noch mal fragen, ob alles klar ist für morgen. Klar. Alles klar. Aha. Ist sie das? Ja, das ist sie. Ich probiere sie gerade noch mal aus. Ist ernst wert morgen früh. Donnerwetter, die liegt in der Hand. Und tatsächlich nur ein Abzug für beide Läufe. Mhm. Eine schöne Flinte, die du da gebaut hast. Ja, hast du Lust? Ein paar Schuss habe ich noch. Jetzt nicht, ich muss weiter. Ach, die Viertelstunde kann sie schon warten, deine Edith. Ich komme nicht ganz so spät, das weißt du ja. Und da schon gar nicht. Der Alte setzt dir sowieso ständig zu. Wegen der Pünktlichkeit? Ach, Quatsch, überhaupt. Er weiß genau, dass wir ihn auf dem Zug haben. Erwischt hat ihn noch keiner. Ich fürchte, das passiert ausgerechnet mir. Wieso? Verrate ich dir ein andermal. Du hast Spuren? Ja, endlich. Ich weiß bloß noch nicht, wohin sie führen. Wir sprechen vielleicht morgen nach der Jagd mal darüber. Womöglich kann uns Birnbaum einen Tipp geben. Der Hauptmann? Was will denn der bei uns? Ich habe ihn eingeladen. Soll mal unser Kollektiv kennenlernen. Na, und sein Kollektiv? Ist morgen wohl nicht draußen. Hast du was dagegen? Nein, Kripo kann ja nie schaden. Er wird sich sicher auch für deine neue Flinte interessieren. Hoffentlich nur für sie. Wie meinst du das? Ach, du bist aber heute humorlos. Ach so. Solltest mal ein bisschen ausspannen. Morgen auf der Jagd. Beziehungsweise heute Abend, was? Grüß die Edith von mir. Und den Alten. Er soll sich bloß in Acht nehmen vor seinem Schwiegersohn. Du hast leicht spotten. Mach's gut, Schober. Mach's besser. Und schönen Abend noch. Ah, dein Schwiegersohn, Karl. Mir hat sich noch keiner vorgestellt als Schwiegersohn. Du machst aber halblang, Karl. Na, Abend allerseits. Na, Mangold. Ist die Edith da? Nein. Wo ist sie denn? Im Konsum. Macht Inventur. Ah, danke. Sie brauchen sich gar nicht zu bemühen. Sie muss heute gleich nach Hause. Gar nicht so einfach bei seinem strengen Schwiegervater. Was, Mangold? Du trink dein Bier. Auch nicht verkehrt. Noch drei. Trinkst doch eins mit, Mangold. Höchstens ein Most oder eine Laura. Ich hab die Maschine draußen. Most ist alle. Eine Laura. Aber Sie müssen sich die Flasche selber aufmachen. Selbstbedienung, was? Du bist gut, Karl. Quatsch. Ach so, wegen deiner Hand? Was hast denn da überhaupt gemacht? Was soll ich denn da gemacht haben? Sieht ja ganz schön gefährlich aus. Mindestens ein halber Kilometer Verband. Ausgerutscht bin ich. Beim Brotschneiden. Ach, beim Brotschneiden? Das genügt dir wohl nicht, was? Warum soll mir es denn nicht genügen? Hauptsache, das Brot hatte kein Fell. Ich will dir mal was sagen, Mangold. Eine Hand ist noch gesund und wo die hintrifft... Ich glaube, ich trinke noch ein Bier. Ich würde mir es ja mit dem Chef des Jagdkollektivs nicht verderben. Noch dazu, wenn er hinter meiner Tochter her ist. Ich höre immer Jagdkollektiv. Die sollen erst mal richtig schießen lernen. Jeder hergelaufene Scheißer kann rumballern. Hauptsache, er ist kadermäßig zuverlässig. Ich würde mir ja überlegen, was ich sage. Weil der Herr Kollektivkommandant auch Helfer bei der VP ist? Was ich sage, dafür stehe ich gerade. Schießen sollen sie lernen, ehe die Wildschweine im Dorf spazieren gehen. Treten Sie doch ein ins Jagdkollektiv, wenn Sie so viel vom Schießen verstehen. Das fehlte noch. Meine Freiheit will ich haben, verstehst du? Da kann ich euch gerade brauchen. Du wirst ja vor allem gar nicht genommen. Meinen Antrag haben Sie schon über 8 Wochen. Stimmt's, Mangold? Stimmt. Was denn? Du willst ins Jagdkollektiv? Der Stüß? Der Stüß will ins Jagdkollektiv. Ich finde das gar nicht so komisch. Eine Schweinerei ist das. Ich hab dir schon mal gesagt, in mein Kollektiv kommst du nicht. Bist du der Großherzog? Was dachtest du denn? Heute sind die Herren. Früher schoss der Graf. Jetzt schießt Herr Mangold. Früher stellte der Graf den Dorfmädel nach. Heute besorgt das Herr Mangold. Der Vater ist ein Dreck. Herr Lorenz. Ein Dreck, habe ich gesagt. Na, will ich mal zahlen. Ich zahle die Laura selbst. 35. Und über den Antrag wird noch gesprochen, das sage ich dir. Das entscheidest du nicht allein. Du weißt genau, warum ich dagegen bin. Und Sie, Herr Lorenz, sollten sich überlegen, dass wir nun mal da sind. Das Kollektiv bleibt da. Es ist immer da. Auch nachts, wenn der Mond scheint. Guten Abend.
Und auf so einen fällt die Edith rein. Drei Bier. 1,35. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, sieh dich das nächste Mal besser vor beim Brotschneiden. Mehr kann ich dir auch nicht sagen, Hans. Und der Arzt? Der Arzt? Ja, ich weiß nicht. Sei doch ehrlich, er war gar nicht am Arzt. Nein, ich glaube nicht. Wenn man sich mit dem Brotmesser schneidet, geht man ja auch nicht gleich zum Doktor, nicht wahr? Mädchen, ich verstehe dich nicht. Jeder weiß, ihr habt eine Brotmaschine. Ich weiß es zumindest. Und jeder weiß, dass dein Vater in den Wald geht. Zum Teufel nochmal, warum erzählt er solche Geschichten ausgerechnet mir? Was heißt ihr? Erzählst du mir was anderes? Was soll ich dir denn erzählen? Was wirklich mit seiner Hand los ist? Was soll denn damit sein? Ich begreife ja, du hast Angst. Aber wird es davon anders? Er wird sich noch ruinieren mit dieser verdammten Wilderei. Wie oft habe ich ihm das schon gesagt? Es ist stärker, als er sagte. Ich habe also recht. Es war nicht beim Brotschneiden. Nein, er war Stöckeroden heute früh. Stöckeroden. Etwas anderes hat er mir auch nicht gesagt. Und heute Mittag kommt er mit dieser Hand heim. Irgendwer muss ihn angeschossen haben, wohl nur ein Streifschuss, aber... Hast du die Wunde gesehen? Ja, es war alles schwarz ringsum. Also aus nächster Nähe. Kein Wunder, dass er nicht zum Arzt geht. Von der Polizei ganz zu schweigen. Ein schlimmes Ende nimmt das noch. Es weiß doch keiner. Das glaubst du doch selbst nicht. Aber sie schweigen. Bloß er kann nicht mehr schweigen mit dieser Hand. Dann geh doch. Zeig ihn doch an bei deinem Hauptmann Birnbaum. Und dann war's aus. Nichts mehr anzufangen mit ihr. Ausgerechnet der alte Lorenz, das nenne ich Pech. Na, die zerschossene Pfote gönne ich ihm. Werd nicht zynisch, Willi. Ich habe mir lange überlegt, ob ich euch das sage. Aber es hat ja keinen Zweck. Was meinst du, Lex? Ja, wo haben die bloß immer wieder die Waffen her? Grundstück. Wo die Jagdwaffenindustrie sozusagen nebenan wohnt. Da findet sich immer mal einer, der hier einen Teil beiseite schafft und dort heimlich ein Laufbohr. Ein dritter baut's zusammen und der vierte zahlt jeden Preis. Schön. Aber jahrelang war Ruhe in Wildbach. Und jetzt flackert's auch hier wieder auf. Seit der Stüß zurück ist. Stüß? Der damals 2 Jahre gekriegt hat wegen der Wilderei. Ach ja, ich erinnere mich. Das war doch auch der Mann ohne Komplizen. Zumindest schwieg er sich darüber aus. Das gehört nun mal zur wilderer Moral. Stüß und jetzt Lorenz. Was haben Sie nun vor, Herr Birnbaum? Lorenz hat eine Tür aufgestoßen. Wir müssen behutsam sein. Die darf nicht wieder zuknallen. Leicht gesagt. Ich weiß, das geht ja an die Nieren, aber euer Kollektiv steht jetzt vor einer wichtigen Aufgabe. Ihr müsst die Augen offen halten. Ich habe sie schon eine Weile offen, Lex. Selbst nachts. Richtig, du wolltest ja von deiner Entdeckung berichten. Aber kein Wort will ich, ehe wir das im Kollektiv besprochen haben. Bin ich dein Vertreter oder nicht? Gut. Und am Dach der Schutzhütte am Hochmoor habe ich endlich was gefunden. 2 Flinten in Ölpapier gewickelt, in Laub versteckt. Und du hast sie liegen lassen? Freilich. Dort oben werde ich sie fassen. Du? Ja, ich. Allein? Also das gefällt mir nicht. Ich bin ja kein Anfänger. Trotzdem, du weißt, das ist nicht ganz ohne. Das kann man nicht allein machen. Ich bild mir ein, ich kenne die Gegend und die Menschen hier. Wenn wir das groß aufziehen, geht's schief. Da hat er recht. Moment mal. Dort kraucht doch einer durch die Dickung. Richtig. Der Stüß. Stüß? Der gehört doch gar nicht dazu, oder? Wir werden uns hüten, den aufzunehmen. Was heißt hüten? Ich kenne manchen früheren Wilderer, der heute ein guter Kollektivjäger ist. Manchen früheren, aber nicht manchen jetzigen. Hast du Beweise? Beweise? Du weißt so gut wie ich, dass die nicht auf der Straße liegen. Aber wenn einer ständig im Wald herumstreicht mit dem Rucksack am Puckel und der heißt Stüß, dann weiß ich genug. Die Katze lässt das Mausen nicht. Ach, Unsinn. Diese Wilderei wird Leidenschaft wie Schnaps oder Rauschgift. Erklär mir's doch. Sie verdienen gut, haben genug Fleisch, aber sie wildern. Wildern ist Freiheit, sagen sie. Ja, da hast du's. Ja, und wir müssen sie überzeugen, dass es Anarchismus ist. Diebstahl an uns allen und oft mehr. Überzeugen Sie die mal, Herr Birnbaum. An die kommen Sie nicht ran. Was ist denn mit Leo? Wir müssen zum Sammelplatz. Leo! Was ist denn, Leo? Was hast du? Wir kommen zu spät. Warten Sie mal. Hierher! Seht euch das mal an! Ein Rehbock. Ohne Gehirn. Ja. Der Trophäenjäger schon zum 2. Mal. Die Keulen fehlen auch. Sag mal, der Stüß kam doch aus dieser Richtung. Na bitte. Soll ich ihm nach? Nein. Das Stück liegt mindestens schon einen Tag. Wir müssen es sichern. Vorsicht, nicht berühren. Vorsicht, Willi. Das ist jetzt kein Fall mehr für euch allein. Einen Tag alt ist das Stück, meinst du? Ja.
Ich schätze gestern früh. Gestern? Gestern ist die Sache mit Lorenz Hand passiert. Du willst noch mal weg, Edith? Ja, noch ein Stück spazieren. Allein? Um diese Zeit? Wer sagt, dass ich allein gehe? Du triffst dich mit Mangold. Mit wem sonst? Mit Mangold. Und wohin wollt ihr? Ein Stück auf die Hohe Renn zu. Jetzt? Nachts? Sag mal, soll das ein Verhör sein? Du bleibst. Ich lass mich doch nicht kommandieren. So, wer kommandiert dich denn? Dein Vater oder dieser Kerl? Hans ist kein Kerl. Der ist noch ganz was anderes. Und du passt zu ihm. Leider habe ich das bis heute nicht gewusst. Wenn dir nicht gut ist, Vater, leg dich hin. Ich muss jetzt gehen. Erst den Alten ans Messer liefern und dann auch frech werden. Wie redest du denn? Wer liefert dich ans Messer? Die eigene Tochter. Weil sie den Mund nicht halten kann. Was ist eigentlich los? Frag nicht so scheinheilig. Woher weiß denn die Kripo von meiner Hand? Von mir nicht. Aber von Mangold. Und woher weiß der es? Das glaube ich nicht. Hast du es Mangold erzählt oder nicht? Vater, er ahnte, was los ist, weil du... Die Geschichte mit dem Brotmesser, warum erzählst du sowas? Red dich jetzt nicht raus. Du bist schuld, wenn ich ins Zuchthaus muss. So, ich. Und Mangold. Und dieser Birnbaum. Und du? Das verstehst du nicht. Eine Frau begreift das nicht. Ach, eine Frau begreift das nicht. Aber die Sorgen, die ständige Angst, die... Ach, schade um jedes Wort. Edith, bleib! Wenn etwas passiert... Warum sagst du denn nichts? Was soll ich denn sagen? Du hast doch was, Edith. Nichts habe ich. Du, Edith, ich habe heute mit Lex Birnbaum gesprochen. Ich musste ihn einfach fragen. Ich weiß. Du weißt? Hast du auch daran gedacht, in welche Lage du mich bringst? Wie stehe ich jetzt vor Vater da? Wie anders soll man ihn zur Vernunft bringen, als durch eine ernste Warnung? Er hasst dich so schon. Nicht meine Schuld. Er hasst das Jagdkollektiv. Und nun ist es ganz aus. Nichts ist aus. Nur du musst dich endlich einmal entscheiden. Hör auf, bitte hör auf. Hör ich eben auf. Dann setzen wir unseren Schweigemarsch fort. Starren den Mond an. Ich möchte heim. Edith. Hörst du nicht, ich will heim. Schön, dann gehen wir eben. Moment mal, es war doch ein Schuss. Ich weiß nicht. Am bitteren Fleck. Verdammte Bande. Komm heim. Ist dein Vater zu Hause? Ja, wo soll er denn sonst sein? Ist er wirklich daheim? Oder? Er ist daheim. Warte hier. Aber du kannst mich doch nicht allein lassen. Die paar Schritte, ich komme ja gleich wieder. Ich habe Angst. Hans, bitte, bitte geh nicht. Angst, aber Edith. Komm nach Hause, bitte. Erst muss ich wissen, wer geschossen hat. Hans! Hans! Wusste, wer geschossen hat. Und wir müssen es auch wissen, Fräulein Lorenz. Es ist schwer für Sie, diesen Weg hier noch einmal zu gehen, den Sie gestern Abend mit Hans gegangen sind. Aber wir müssen doch so gut wir können noch einmal alles rekonstruieren. Hier also etwa ließ Hans Sie stehen. Ja. Und dann? Ich wartete. Wie lange? Ein paar Minuten. Ich hatte solche Angst. Wovor? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sie warteten also einige Minuten. Dann... Bitte, Fräulein Lorenz. Dann also fiel noch ein Schuss. Nicht wahr? Und Sie liefen die Straße hoch. Ja, bis zur Kreuzung. Und auf dem Weg, der nach links abzweigt, dann sah ich jemand näher kommen. Ich rief... Es war Ihr Vater. Ja. Er war sehr erschrocken. Er nahm mich beim Arm, ohne ein Wort zu sagen, und führte mich nach links. Wir gingen einige Schritte zwischen Wald und Hochmoor und... Da lag Hans. Ich bin schuld, weil ich geschwiegen habe. Worüber haben Sie denn geschwiegen? Das... Ich weiß es nicht. Gar nichts mehr weiß ich. Ich habe keinen klaren Gedanken mehr. Gut, 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 Fräulein Lorenz. Wir haben Sie ohnehin schon zu lange beansprucht. Ich danke Ihnen, dass Sie so tapfer durchgehalten haben. Mein Fahrer bringt Sie rasch nach Hause.
Wissen Sie denn schon, wer... Leider noch nicht. Aber wir werden ihn finden. Und Vater? Darf er gleich mit nach Hause? Zuerst muss ich mich mit ihm unterhalten. Sie haben doch nicht etwa meinen Vater im Verdacht? Dort steht mein Wagen, Fräulein Lorenz. Fahren Sie jetzt bitte heim. Ich wünsche Ihnen Mut und Kraft für die nächsten Tage. Danke, Herr Birnbaum. Schicken Sie bitte meinen Vater bald zurück. Sie verschweigt uns was, Genosse Hauptmann. Möglich, Genosse Schütz. Sie ist mit den Nerven fertig. Erstickt in Selbstvorwürfen, dass sie sich mit Hans in seiner letzten Lebensstunde zerstritten hat. Und nun noch der Verdacht gegen ihren Vater. Schwer für das Mädel. Kommen Sie doch mal her, Herr Lorenz. Sehen Sie sich den Mann an. Der hat sich in der Gewalt. Fragt sich, wie lange. Schalten Sie sich ruhig ein, Genosse Leutnant. Herr Lorenz, wir haben noch einige Fragen an Sie. Was geschehen ist, wissen Sie. Ich weiß nicht mehr als Sie, Herr Birnbaum. Was wollten Sie gestern Abend hier oben? Edith wollte mit Mangold spazieren gehen. Ich möchte wissen, was Sie hier wollten. Ist es vielleicht verboten, hier zu sein? Es war Nacht. Sie hatten Gäste. Das Mädel war so aufgeregt, als sie ging. Ich dachte, wenn etwas passiert... Was sollte denn passieren? Na, dass sie sich... dass sie in Streit miteinander kamen. Warum in Streit? Tja, ich weiß nicht, ob sie Ihnen das erzählt hat. Mich interessiert, was Sie darüber wissen. Genaues weiß ich auch nicht. Das Mädel sprach ja nicht darüber. Der Vater war eben abgemeldet, seit sie mit Mangold ging. Sie hatten also Angst um Edith? Naja, als Vater... Und was befürchteten Sie? Eigentlich auch wieder nichts. Sie gingen den beiden also nach? In Abstand. Im Wald überholte ich sie dann auf einem Seitenweg. Welche Waffen trugen Sie, Herr Lorenz? Waffen? Sie befanden sich vor den beiden. Ja. Dort fiel auch der erste Schuss. Ach so. Ja. Der Schuss. Warum schossen Sie? Hören Sie mal. Ich habe nicht geschossen. Ich habe überhaupt keine Waffen. Ich kenne doch die Gesetze. Und Ihre Hand? Wer hat auf Sie geschossen? Auf mich? Ich habe hier nur Freunde. Wer sind denn Ihre Freunde? Hier hat jeder jeden zum Freund. Zum Beispiel Stüss. Gott. Wer sind Ihre Freunde? Alle und keiner. Das ist nun mal so bei einem Gastwirt. Wo waren Sie, als der erste Schuss fiel? In der Deckung. Der Mörder auch. Wieso? Die Fragen stellen wir, Herr Lorenz. Und als Sie den Schuss hörten? Da blieb ich stehen. Warum? Interessiert es Sie nicht, wer da geschossen hat? Mangold hat es auch interessiert. Und wann fiel der zweite Schuss? So nach ein paar Minuten. Wo waren Sie da? Immer noch unten in der Deckung. Wie lange blieben Sie dort? Ja, nach dem zweiten Schuss wurde mir es doch ein bisschen komisch. Ich ging hoch auf den Weg zwischen Deckung und Moor und dann nach rechts auf die Kreuzung zu. Da sah ich jemand liegen. Mangold. Hat er noch gelebt? Noch gesprochen? Nein. Und wo trafen Sie auf den Mörder? Ich habe niemanden gesehen. Sie haben ihn gesehen. Aber ich sage Ihnen doch, die waren schon fort, als ich aus der Deckung trat. Die? Also zwei. Oder drei. Woher wissen Sie, dass es mehrere waren? Ich weiß nicht. Ich denke mir es halt so. Na, das müssen doch eigentlich die Spuren ergeben. Ach so, der Regen heute früh. Naja... Und außerdem sind Sie durch die kalte Wanne abgehauen, wie? Woher wissen Sie das? Sie haben also doch jemand gesehen. Das weiß doch jedes Kind hier, dass man im Bach fortrennt. Der löscht alle Spuren aus. Kennen Sie diesen Rucksack? Den da? Ekelhaft. Da sind Blutflecken. Aber alte. Und Rotwildkanteln. Was folgt daraus? Dass Wild darin transportiert wurde. Und wem gehört er demnach? Woher soll ich das wissen? Vielleicht einem vom Jagdkollektiv? Oder einem Förster? Wenn Sie nicht unverschämt. Wo haben Sie diesen Rucksack zuletzt gesehen? Nie gesehen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Gar nichts. Nun gut, Herr Lorenz. Sie fahren dann mit uns nach Wildbach. Ich möchte mich mal in Ihrem Haus etwas umsehen. Na, glauben Sie nun, dass ich keine Waffen habe? Waffen? Haben Sie doch gesucht. Hier? Aber Herr Lorenz, die haben Sie doch im Wald versteckt, stimmt's? Was ich nicht habe, brauche ich nicht zu verstecken. Ein hübsches Gehörn hängt da auf dem Vorboden. Auf dem Vorboden? Mhm. Ach so, ja, das hängt da. Wo denn? Kennen Sie das nicht? Ich weiß nicht recht. Gehst 20 Jahre die Treppe hoch und kennst nicht mal das Gehörn auf dem Vorboden. 20 Jahre mindestens hängt es dort. Ich
kann mich jedenfalls nicht erinnern. Na ja, sowas kommt vor, Fräulein Lorenz. Was wir täglich sehen, sehen wir nicht mehr. Und so ein altes, verräuchertes Geweih, wem fällt das schon auf? Sagen Sie, haben Sie den Bock damals selbst geschossen, Herr Lorenz? Aber Herr Birnbaum, ich kenne doch die Gesetze. Na ja, richtig, das sagten Sie schon. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Oh. Wasserstoff-Superoxid, H2O2, nicht? Keine Ahnung von Formeln. Wozu brauchen Sie denn diese Riesenflasche? Manchmal zum Reinigen. Was reinigen Sie denn damit? Na, so allerhand. Mhm. Löwenapotheke, 23. Oktober. Also vorgestern gekauft. Da haben Sie aber wirklich schon allerhand damit gereinigt. Ist ja halb leer. Sagen Sie mal, Herr Lorenz, Sie haben einen HO-Vertrag, nicht? Ja, für Zigaretten, Bohnenkaffee. Ja, Ihren Bohnenkaffee möchte ich nicht trinken. Warum? Gemahlener Kaffee gehört in die Büchse. Wenn Sie ihn die ganze Nacht so offen auf dem Teller liegen lassen, verfliegt das Aroma. Da haben Sie recht, Herr Birnbaum. Tja, da muss ich wohl jetzt mit. Wieso? Ich denke, ich bin verhaftet. Aber Herr Lorenz, warum denn? Gesehen haben Sie nichts, Waffen haben Sie nicht. Und dass Sie sich beim Brotschneiden geschnitten und den Bohnenkaffee so offen liegen gelassen haben, ist doch kein Grund zur Verhaftung. Nicht wahr? Entschuldigen Sie, Genosse Hauptmann, aber ich verstehe das nicht. Lorenz war schließlich zur Mordzeit am Tatort. Er steht ja unter Beobachtung. Trotzdem, es besteht doch eindeutig Verdunklungsgefahr. Im Gegenteil. Ich wette, das Gehirn des gewilderten Box hängt bei ihm. Er ahnt, dass ich's weiß, er wird nervös werden und uns eher weiterführen. Aber wenn er Mangold erschossen hat. Warum sollte er? Mangold war ihm auf der Spur. Wer sagt das? Ich denke, Mangold selbst. Nun, das waren Vermutungen. Fest steht für mich bisher nur, dass der Schuss nicht einfach Mangold galt, sondern in erster Linie dem Genossen. Dem Leiter des Jagdkollektivs, dem Helfer der Volkspolizei. Wenn hier Herr Meier wildert und Herr Müller überrascht ihn dabei im Wald, so wird Müller wahrscheinlich weitergehen und nichts sehen. Mangold aber wäre nicht weitergegangen. Das musste der Täter wissen. Er kannte Mangold, kannte seinen Kampf gegen das Wildern. Und ich nehme an, Mangold kannte auch ihn. Denn ein bewaffneter Wilderer, der Mangold nicht kannte, hätte sicherlich zuerst einmal seine Rettung in der Flucht gesehen. Passt haargenau auf Lorenz. Ja, aber auch auf jeden anderen. Nur Lorenz wusste, wo Mangold gestern Abend war. Eben. Deswegen würde er kaum ausgerechnet da gewildert haben. Wer sagt denn, dass dort gewildert wurde? Der erste Schuss. Aber vielleicht schoss Lorenz, um Mangold anzulocken und von Edith zu trennen. Welcher Mörder ist denn so wahnsinnig, auf sich aufmerksam zu machen, ehe er den Mord begeht? Ich habe schon Elefantenwalzer tanzen sehen. Ganz abgesehen davon, dass Lorenz ja im Augenblick nur eine Hand zur Verfügung hat. Schön. Sie glauben also, es waren einfach Wilderer? Ja. Wären die aber nicht gewarnt gewesen, als sie ihren am Sonnabend erlegten Bock nicht mehr fanden? Es ist doch unwahrscheinlich, dass sie daraufhin am nächsten Abend an der gleichen Stelle wieder gejagt hätten. Vielleicht waren es andere. Und das Gehirn, das bei Lorenz hängt? Wenn es wirklich das des Box vom Sonnabend ist, käme Lorenz aus einem weiteren Grund als Täter kaum in Frage. Diesmal stammt die These von Ihnen. 1-0 für Sie. Herein. Ein Fernschreiben, Genosse Hauptmann. Und ein Anruf aus Meiningen. Ja, danke schön. Der Vergleich des Geschosses, das im Rehbock gefunden wurde, mit dem Projektil, das den freiwilligen Helfer der Volkspolizei Hans Mangold tödlich verletzte, ergibt, dass es sich in beiden Fällen um ein 16er Brennecke-Geschoss handelt. Beide Geschosse wurden aus derselben Waffe abgefeuert. Das heißt also, der Wilderer und der Mörder sind ein und derselbe? Vermutlich. Vermutlich? Ja, es ist zwar die gleiche Waffe, aber sie kann auch von zwei verschiedenen benutzt worden sein. Auch die Wilderer jagen im Kollektiv. Und was jetzt? Hier ist noch der Anruf aus Meiningen. Untersuchtes Tier an Lysa erkrankt. Tollwut. Madame Prost, Mahlzeit. Wir müssen rasch arbeiten, Genosse Leutnant. Alle, die mit dem gewilderten Bock in Berührung kamen, sind in Lebensgefahr. Wir müssen sofort Wildbach verständigen. Doppelten Spezi, Karl. Hey, Paul. Gut Wetter auch. Guten Abend, Häfner. Eine Kälte ist das heute wieder. Hast du eine Führung gemacht? Morgen erst. Zur Hohen Renn. Dein Spezi, Häfner. Zu Hohen Renn willst du? Man muss doch auf dem Laufenden bleiben. Bloß weiten Röschen, Sonnentau und liebliche Täler. Ist doch auf die Dauer langweilig. Wenn dann schon mal sowas passiert. Ist denn die Absperrung wieder aufgehoben? Du warst wohl auch schon oben. Na, der ist doch ständig unterwegs, der Stöß. Eine komische Sache.
Vor 3 Tagen um die Zeit haben wir hier noch zusammengesessen mit ihm. War ein ganz schöner Krachweg in deiner Hand, Karl. Und 24 Stunden später ist er tot. Was soll denn das heißen? Nichts, ich meine bloß. Hätte doch keiner gedacht, hier bei uns in Wildbach ein Mörder. Woher weißt du denn, dass er aus Wildbach ist? Ich? Ich weiß gar nichts. Meine Frau sagt, es ist einer aus dem Dorf gewesen. Aber beim Bäcker hört ich, Wilder aus dem Schmalkaldischen. Die Kripo heißt's, weiß auch noch nichts, oder? Was weiß ich? Denkst du, ich habe ihn umgebracht? Du warst doch aber oben in der Nacht. Na und? Woher weißt denn das überhaupt? Man hat ja Augen im Kopf und Ohren. Ja, stimmt also. Und dann hast du ja Schwein gehabt, dass sie dich gestern nicht abgeholt haben. Schwein? Ein gutes Gewissen habe ich. Mancher hat ein gutes Gewissen, weil er gar keins hat. Sieh dich bloß vor. Was haben sie dich denn so gefragt? Darüber darf ich nicht sprechen. Haben sie was von einem Rehbock gesagt? Von was für einem Rehbock denn? Naja, die Leute erzählen sowas. An deiner Stelle würde ich nicht so neugierig sein. Damit fällst du nur auf. Was ist denn da los? Seit wann bringen die abends Musik? Wir sind ja alle verrückt geworden. Alle nicht. Ich wüsste schon, wo man ansetzen muss, um hinter diese Schweinerei zu kommen. Du? Und warum sagst du da nichts? Weil er Angst hat, eine Kugel in den Rücken zu kriegen. Ha. Ich und Angst. Ich denke nur, ich habe einmal im Kahn gesessen. Eben. Und dein Freund war Mangold ja auch nicht gerade. Seid mal ruhig. Eine wichtige Durchsage des Gemeindeamtes Wildbach. Die Volkspolizei teilt mit. Der unweit des bitteren Flecks am Sonnabend gewilderte Rehbock war an Tollwut erkrankt. Wir warnen vor dem Genuss des Fleisches. Alle, die mit dem Tier in Berührung gekommen sind, melden sich sofort Tollwut auf dem Gemeindeamt. Mein Gott. Die Tollmut. Ein Trick der Kriminalen ist das. Aber es macht die Sache interessanter. Hast du wenigstens neuen Stoff für deine Führung morgen? Hey, was ist denn, Häfner? Wie siehst du denn aus? Ist dir schlecht? Ja. Ich muss mal raus. Der verträgt doch sonst mehr als einen Doppelten. Hauptmann Birnbaum. Ja. Sehr schön. Bitte? Mit Ä? Ja. Ich danke Ihnen nochmals, Herr Doktor. Gewiss. Sofort, ja. Vielen Dank. Wiederhören. Genosse Schütz, es geht voran. Eben teilt die Isolierstation Erfurt mit, dass sich dort der Rentner und Fremdenführer Häfner aus Wildbach gemeldet hat, um sich gegen Tollwut impfen zu lassen. Es sollte aber niemand etwas davon erfahren. Kindliches Gemüt. Glaubt, er könnte sich heimlich impfen lassen. Sie fahren bitte sofort nach Erfurt, Genosse Leutnant, und vernehmen Häfner. Ich werde heute mit dem Abschnittsbevollmächtigten Genossen Berthold noch einmal den weiteren Umkreis des Tatorts abgehen. Hoffen Sie immer noch, das Projektil des ersten Schusses zu finden? Möglich ist alles. Also, viel Glück in Erfurt. Nun erzählen Sie mal, Herr Häfner. Warum fuhren Sie heimlich nach Erfurt? Heimlich? Von der Impfung sollte doch niemand erfahren. Tja, ich wollte mich halt nicht blamieren. Wieso? Ich weiß doch nicht, ob ich überhaupt... Das weiß ich doch nicht. Mich interessiert vor allem, wo Sie am Sonnabend waren. Na, am bitteren Fleck, denke ich. Wann? Gegen Abend. Und was suchten Sie dort oben? Aber Herr Offizier, ich bin doch Fremdenführer. Und ich begehe jeden Weg vorher selbst. Ehrensache. Sie sind also praktisch spazieren gegangen. Das müssen Sie mir schon glauben. Und da lief Ihnen der Bock über den Weg. Lief? Da gelegen hat er. Bisschen warm war er noch, aber das Gehirn war schon abgeschlagen. Dann haben Sie also auch den Schuss gehört. Mal knallt's hier, mal dort. Wenn man da immer aufpassen würde. Und wen haben Sie gesehen? Ja, wen? Das war ein Trophäenjäger, bestimmt. Der wollte bloß das Gehirn. Sie müssen nämlich wissen, es gibt Trophäenjäger und Fleischdiebe. Ich muss vor allem wissen, Herr Häfner, wo Sie die Waffe versteckt haben. Welche Waffe denn, Herr Offizier? Mit der Sie den Bock abgeknallt haben. Aber ich habe doch gar keine Waffe. Ich habe nicht geschossen. Ich bin bloß spazieren gegangen. Und da habe ich den Bock gefunden und ihm dann die Keulen abgeschnitten. Das gebe ich ja zu. Sie nahmen also das Fleisch?
Und wer nahm das Gehirn? Das weiß doch ich nicht, Herr Offizier. Wer ist denn der Trophäenjäger? Lorenz? Ich weiß nicht. Und was wissen Sie über den Mord an Mangold? Nichts, Herr Offizier. Gar nichts. Ich weiß nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nichts. Ich habe nichts gesehen. Mehr bekommt man bei so einer Geschichte nicht heraus, Genosse Hauptmann. Sie haben recht, Genosse Berthold. Aber wir dürfen uns nicht damit begnügen, das einfach festzustellen. Die Leute müssen verstehen lernen, dass das Wildern schädlich und gefährlich ist. Das ist nicht so einfach, Genosse Hauptmann. Jahrhundertelang galt der Wilderer als Held. Ja, das war er ja gewissermaßen auch. Früher. Da nahm er sich sozusagen nur eine Kleinigkeit des geraubten Eigentums zurück. Wildern war eine Form der Rebellion gegen die Ausbeuter. Aber heute gehört ihm der Wald ja auch. Er bestiehlt sich doch nur selber. Aber wie macht man den Leuten das begreiflich? Zum Beispiel dadurch, dass jeder heute jagen darf. Im Jagdkollektiv. Das ist doch nicht mehr die Sache von Grafen, Baronen und ihrer Beamten oder von Leuten, die sich eine Pacht leisten konnten. Und das Wildern bekämpfen wir nicht allein mit dem Strafgesetz, sondern durch Aufklärung und Überzeugung. Freilich, wo die Gesetze verletzt worden sind, greifen wir durch. Das werde ich den Einwohnern von Wildbach morgen in der öffentlichen Versammlung sehr deutlich sagen. So. Und nun wollen wir noch einmal systematisch den Wald dran. Genosse Hauptmann! Am hohlen Baum! Auf der Hochfläche! Wo? Dort! Nehmen Sie das Glas! Erkennen Sie ihn? Ja, das ist doch... Was will denn der in dem Baum? Kommen Sie. Wir stellen ihn. Wir haben den zweiten Mann, Genosse Hauptmann. Wenn Sie den zweiten haben, Genosse Leutnant, habe ich den dritten. Aber hübsche Reihe nach, hat Häfner gestanden? Bisher nur, dass er Sonnabendnachmittag im Wald war und dass er dem gewilderten Bock die Keulen abgeschnitten hat. Er fand ihn angeblich beim Spazierengehen. Ein Naturfreund. Ich habe auch einen Naturfreund mitgebracht. Ach, woher? Vom Hochmoor. Wir stellten ihn, als er aus einem hohlen Baum ein Gewehr fortbringen wollte. Naturfreund Stüß. Schau mal an. Ich vermute, es ist das Gewehr, das vor 3 Jahren auf so rätselhafte Weise verschwand. Stüß hatte damals zugegeben, noch eine zweite Waffe zu besitzen. Er beschrieb auch ihr Versteck, aber sie fand sich nicht. Daraufhin behauptete er, die Flinte müsse jemand gestohlen haben. Wer denn? Einer seiner Komplizen natürlich. Aber er nannte keinen Namen. Wilderer Moral. Wahrscheinlich hat er sie also nur gut versteckt, um später weiter wildern zu können. Ja, sehr wahrscheinlich. Was sagt er denn? Meine erste Frage war, was wollten Sie heute Mittag am bitteren Fleck, Herr Stüß, während Ihrer Arbeitszeit? Mir war nicht gut. Da bin ich ein Stück spazieren gegangen. Ich habe mich beim Brigadier abgemeldet, das können Sie nachprüfen. Und nur so beim Spazierengehen fanden Sie diese Flinte? Ich war selber ganz überrascht. Ihre Kommentare sind überflüssig. Es ist also Ihre Waffe. Meine? Wie kommen Sie denn darauf? Ist das Ihr Gewehr? Ich rate Ihnen, mir die Wahrheit zu sagen. Es könnte sich nämlich herausstellen, dass mit dieser Waffe Hans Mangold erschossen wurde. Ach so, Sie brauchen einen Mörder. Ich hoffe, wir haben ihn bald. Aber nicht in mir. Woher kannten Sie das Versteck? Na, wenn Sie durchaus wollen, dass sich die Sache noch mehr kompliziert. Am Sonntagabend war ich noch ein bisschen frische Luft schnappen im Wald. Und da höre ich Schüsse. 2. Na, nun denke ich, wer mag denn das sein? Ich gehe in Richtung der Schüsse. Alles still. Da sehe ich etwas später im Mondschein 2 Gestalten vom hohlen Baum kommen. Da musst du doch am Tag mal hingehen und nachsehen, denke ich. Na, und das Übrige kennen Sie ja. Sie gehen sehr oft spazieren. Mit einem Rucksack. Das hat ihn wohl der Mangold gesteckt. Disteln steche ich auf den Wiesen und Pilze suche ich. Ist das verboten? Ich hätte mir gern mal Ihren Rucksack angesehen. Bitte, wenn ich einen neuen habe. Den alten habe ich verbrannt. Der war schon zu schäbig. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein, Herr Hauptmann? Ja, das können Sie. Indem Sie gleich hier bleiben. Ein unverschämter Bursche. Mit guten Nerven. Ja, jedenfalls hätten wir ein Dreierkollektiv zusammen. Lorenz, Häfner, Stüß. Ja, aber noch ohne Geständnis und ohne Beweise. Auch Stüß war am Tatort. Und die bei ihm beschlagnahmte Waffe? Bringen Sie gleich ins Institut. Lassen Sie feststellen, ob es die Mordwaffe ist. Und natürlich auch Fingerabdrücke prüfen lassen. Ja, Hauptmann Birnbaum. Edith Lorenz. Entschuldigen Sie, vielleicht ist es unnötig, dass ich Sie anrufe. Aber ich weiß nicht, mein Vater... Na, nur mal ruhig, Fräulein Lorenz.
Was ist mit Ihrem Vater? Er hat vorhin sein Fahrrad aus dem Schuppen geholt. Und das Geweih, wissen Sie, das... Ja, ja, das vom Vorboden. Ja, das hat er mit Packpapier umwickelt und auf den Gepäckhalter gebunden. Ja, und weiter? Und dann ist er losgefahren. Wissen Sie, wohin? In Richtung Stadt. Ich habe solche Angst, dass er stürzt mit der einen Hand. Und das mit dem Geweih, das ist so merkwürdig. Glauben Sie mir, das hat niemals bei uns gehangen. Ja, einstweilen vielen Dank für Ihren Anruf, Fräulein Lorenz. Auf Wiederhören. Wir haben nicht umsonst gewartet. Soll ich Sie begleiten, Genosse Hauptmann? Die Waffenuntersuchung ist ebenso dringend. Fahren Sie los. Und für mich sofort einen Wagen. Steigen Sie doch mal ab, Herr Lorenz. Habe ich mich erschrocken. Ah, das alte Gehirn vom Vorboden. Wohin wollen Sie denn damit zu so später Stunde, wenn ich fragen darf? Ein Bekannter will sich's über den Schreibtisch hängen. Und wer ist dieser Bekannte? Ich werde wohl noch ein altes Gehirn verschenken dürfen. Wasserstoff, Superoxid mit gemahlenem Kaffee vermischt, färbt jedes Geweih uralt. Selbst eins vom vergangenen Sonnabend. Also los, wer ist Ihr Jagdfreund? Ich verstehe Sie nicht, Lorenz. Sie sind doch sonst so auf Ihre Sicherheit bedacht. Und Sie wissen doch, wie das mit Ihrer Hand ausgehen kann. In einigen Wochen, vielleicht auch erst in einem halben Jahr beginnt es, aber dann ist es zu spät. Ein so schönes Gehirn und der Bock hat die Tollwut. An Ihrer Stelle hätte ich mich doch lieber impfen lassen. Die Tollwut? Das ist doch ein Trick. Das ist kein Trick, Lorenz. Haben Sie ihn selbst geschossen? Nein, ich... Aber Sie wissen, wer geschossen hat. Es wäre gut, wenn Sie das wüssten. Tollwut. Und wenn Sie es nicht selbst gewesen wären, Lorenz. Der Schütze ist nämlich der Mörder Mangolds. Nein, das ist nicht wahr. Woher wissen Sie das? Ich habe nicht geschossen. Aber Sie waren dabei. Am Samstag, ja. Aber ich habe nicht geschossen. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Das schwöre ich Ihnen. Wer dann? Nun ist alles egal. Der Meffert. Wenn er das gewesen ist, dann... Wer ist Meffert? Der Fuhrunternehmer aus der Unterstadt. Er kann es nicht lassen. Er war Kreisjägermeister bis 45. Er will nur die Geweihe. Und Sie? Ich war nur manchmal mit dabei. Auch Sonnabend. Das war ein Unfall mit meiner Hand. Meffert schoss mich an, aus Versehen. Aber das hat nichts mit Mangold. Geben Sie mir mal das Gehirn. Und Sie, Genosse Wachtmeister, nehmen Herrn Lorenz mit. Ich habe da noch etwas zu erledigen mit dem Gehirn. Was wollen Sie denn noch? In dieser Woche nehme ich keinen Auftrag mehr an. Im Gegenteil, ich bringe Ihnen was, Herr Meffert. Hm. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Was bringen Sie denn? Das Gehirn. Ist dann der verrückt? Was soll ich denn jetzt damit? Gerade jetzt? Verstecken. Warum versteckt denn der Lorenz sich selbst? Ist zu gefährlich. Für mich auch. Die Kriminalpolizei interessiert sich nämlich dafür. Und da bringen Sie das zu mir? Und überhaupt, warum kommt der Lorenz nicht selbst? Er kann nicht. Was denn? Ist seine Hand schlimmer geworden? Noch schlimmer. Noch schlimmer? Er ist verhaftet. Verhaftet? Woher? Wer sind Sie denn überhaupt? Kriminalpolizei. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich nicht. Ich nicht. Also die Sache mit dem Bock geben Sie zu, Herr Meffert. Ja, hat ja keinen Zweck, wo mich der Lorenz so schön verpfiffen hat. Und am Sonntag waren Sie also wieder im Wald? Nein, da war ich nicht im Wald. Sondern? Am Sonntag? Ich weiß nicht. Doch, da war ich am Nachmittag in Veitshausen. Und abends? Bin ich heimgelaufen, durch den Wald. Allein? Ja. Also keine Zeugen? Nein. Sehen Sie sich mal dieses Foto an. Eine Bockflinte. Die kennen Sie doch. Nein. Das ist doch Ihre Flinte. Nein, nein, meine nicht. Warum glauben Sie wohl, ließ ich Ihre Fingerabdrücke nehmen? Es könnte sich leicht herausstellen, dass Sie mit den Abdrücken auf der Flinte identisch sind. Na? Ist das nun Ihre Waffe? Sie gehört... Wem? Stüss. Woher wissen Sie das? Von früher. Da war ich öfter mal mit ihm draußen, bis er verhaftet wurde. Ich bin doch Förster gewesen, wissen Sie, oder? Das interessiert mich jetzt nicht. Sie haben also nach der Verhaftung von Stüß die Flinte beiseite geschafft? Ja. Und selbst damit geschossen?
Manchmal. Was heißt manchmal? Lorenz hatte auch keine eigene Waffe. Er hat auch manchmal damit geschossen. Und Stüß? Stüß? Herr Meffert, mit diesem Gewehr wurde Mangold erschossen. Sie benutzen es, Lorenz benutzte es. Ich hoffe, Sie wissen, was das bedeutet. Noch einmal, benutzte auch Stüß diese Waffe. Darüber verweigere ich die Aussage. Herein. Entschuldigen Sie, ich sollte mich sofort melden. Ja, in Ordnung, Genosse Schütz. Genosse Wachtmeister, führen Sie Herrn Meffert ab. So, machen Sie es kurz, Telegrammstil. Ich will es versuchen, Genosse Hauptmann. Erstens, die bei Stüß gefundene Waffe ist die Mordwaffe. Zweitens, mehrere Fingerabdrücke am Lauf sind mit denen von Stüß identisch. Am Lauf? Nur am Lauf. Drittens, zwei weitere Abdrücke stammen von Meffert. Das überrascht mich weniger. Viertens, rechts am Schaft, unweit des Abzughahns, befindet sich ein Handballenabdruck, der weder Stüß noch Meffert gehört. Häfner? Nein. Lorenz? Auch nicht. Gewissermaßen Abdruck X. X? Nach vier Tagen Arbeit. Aber Genosse Birnbaum, das Schlimmste ist doch geschafft. Was denn? Dass Häfner endgültig ausscheidet? Und Stüß wahrscheinlich auch? Die Abdrücke am Lauf sprechen dafür, dass er die Mordwaffe tatsächlich nur einmal berührte. Nämlich, als er sie aus dem Versteck zog. Wenn die anderen nicht verwischt sind, wie die von Lorenz. Entscheidend ist, dass sich rechts am Schaft noch ein Abdruck befindet. X. Wer ist X? Meffert muss es wissen. Der schweigt. Es ist zum Verrücktwerden. Der eine schießt, aber in der Mordnacht war er spazieren. Den anderen fassen wir mit seinem Gewehr, aber er hat nicht geschossen. Der Dritte hat zwar eine kaputte Hand, aber... Schweigen gehört nun mal zur wilderen Moral. Lächeln Sie doch nicht so mitleidig. Lassen Sie sich lieber etwas einfallen. Zu Befehl, Genosse Hauptmann. Ich schlage vor, wir gehen am Wochenende zur Jagd. Zwecks Entspannung. Auch eine Idee. Sieh, das ist wirklich eine Idee. Ich müsste der Sache sowieso mal nachgehen. Aber wie... Mal sehen, ob Mangolds Kollektiv rausgeht. Hallo, Herr Schober. Guten Abend. Ah, Herr Birnbaum. Na, noch bei der Arbeit? Mehr Vergnügen als Arbeit. Da schießen Sie ja doch die Doppelflinte auf dem Schießplatz ein. Ich denke, das Jagdkollektiv sollte sie ausprobieren. Sollte. Ich habe da jetzt ein komisches Gefühl. Wieso? Ich weiß nicht, ich glaube, das Kollektiv fällt auseinander. Na, Hans Mangold war doch nicht so, dass alles nur von ihm abhing. Hm? Das nicht, aber es war halt ein Schock für uns und, naja, vielleicht haben sie Angst, dass sie auch noch was verpasst kriegen. Verstehen kann man's ja. Die Sicherheit der Jagd hängt doch aber gerade von euch ab. Nur von euch. Sicherheit? Und Mangold? Eben deswegen. Ihr müsst noch wachsamer werden. Nicht nur auf den Kontrollgängen im Revier. Ständig. Wer im Kollektiv jagt, sollte auch mit Argumenten schießen. Argumente. Ob ich da gerade der Richtige bin? Hans hätte das alles viel besser gekonnt. Na, mehr Selbstvertrauen, Herr Schober. Wir unterhalten uns mal in Ruhe darüber, hm? Vielleicht am Sonnabend. Sonnabend? Ja, Leutnant Schütz und ich wollten am Wochenende zur Jagd kommen, wenn es Ihnen recht ist. Diesen Sonnabend? Oh, der war als nächster Jagdtag von Hans vorgesehen. Na ja, schon, aber ich dachte, diese Woche, wo er doch kaum unter der Erde liegt... Glauben Sie, er wäre dafür, jetzt zu kneifen? Nein, Schober. In der Offensive müssen wir bleiben. Ich denke, Sie haben ihn schon. Kann sein. Trotzdem. Bis morgen. Wir sollten vielleicht auch lieber hierbleiben, Genosse Hauptmann. Keinen Schritt weiter seit gestern. Von wem ist der Ballenabdruck? Wer ist X? Und wir gehen derweil zur Jagd. Jetzt werden Sie nervös. Ich denke, das Schlimmste haben wir geschafft. Dieser Meffert muss sprechen. Natürlich muss er. Wird er auch. Verlassen Sie sich drauf. Aber darauf werden wir nicht warten. Wir sind ja auch morgen im Dienst. Genosse Hauptmann, hier ist jemand. Der will zu Ihnen. In welcher Angelegenheit? Mordsache Mangold. Rein mit ihm. Huber ist mein Name. Franz Huber. Ich wollte einen Diebstahl anzeigen. Diebstahl? Ich denke, Sie kommen wegen Mangold. Na, habe ich doch bloß gesagt, Chef, damit ich zu Ihnen gelassen werde. Nein, mit Mangold hat das nichts zu tun. Das heißt doch. Was heißt doch?
Naja, ich bin im selben Betrieb wie Mangold in der Wagefa. Und? Und wie Willi Schober, den kennen Sie doch auch, den Systemmacher und den... Vielleicht kennen Sie auch den Werkmeister, kommen Sie den, zur Sache. Na, ich wusste doch, Chef, ich bin nicht umsonst hier. Ich habe extra meinen Zug sausen lassen, damit ich Sie noch sprechen konnte. Meine Frau, die denkt ja sicher noch, der Franz, der hockt ja wieder mal hinter der Theke. Aber noch bin ich nüchtern meine wie Zeit ein... Meine Zeit ist beschränkt, Herr Huber. Also, um's kurz zu machen, meinen Rucksack haben Sie mir gemaust. Und deswegen sind Sie hier? Na, freilich. Na, das hätten Sie doch auf dem Revier anzeigen können. Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun. Verstehe ich alles. In Ordnung. Trotzdem, mein Rucksack, wissen Sie, 12 Jahre hat er mich täglich zur Arbeit begleitet. Da hängt man doch schließlich an so einem Stück, nicht? Und der Rucksack ist Ihnen gestohlen worden? Genau, Chef. Heute Mittag, wie ich mich anziehen will, ist er weg. Aus dem Spind, verschwunden. Erst dachte ich, vielleicht hat sich einer einen Spaß gemacht. Kollegen, sage ich, Kollegen, wer hat denn meinen Rucksack versteckt? Ich sage, versteckt. Diplomatisch muss man sein. Aber die Feigsten bloß. Und der Betriebsschutz, der Feigste auch. Und da komme ich eben zu Ihnen. Das ist doch ein Kriminalfall, ist das, was? Und ausgerechnet am Wochenende, der ganze Sonntag ist einem versaut. Wie sah denn der Rucksack aus, Herr Huber? Wie aussah? Tja, war halt so grünlich oder eigentlich mehr grau. Naja, wie halt eben so ein alter Rucksack aussieht. Die Riemen? Breit. Ich meine die Farbe. Ja, braun, dunkelbraun. Wie viele Taschen? Taschen? Warten Sie mal. In einer steckte immer das Messer, in der anderen die Tabakschachtel. Zwei Taschen. Besondere Kennzeichen? Nee. Oder halt doch. Ach nee, das ist ja kein besonderes Kennzeichen. Was denn? Ein großer Ölfleck auf der linken Tasche. Mir ist nämlich davor gewohnt, eine Flasche Fahrradöl ausgelaufen. Gut, Herr Huber, geben Sie das zu Protokoll. Wir werden uns um Ihren Rucksack kümmern. Tu ich, Chef, tu ich. In Ordnung. Schönen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Huber. Na, nun weiß ich ja ganz genau Bescheid. Hoffentlich. Wie meinen Sie das, Genosse Hauptmann? Wörtlich. Wir gehen zur Jagd. Von Entspannung hatte ich bisher eigentlich andere Vorstellungen. Der Vorschlag kam von Ihnen, Genosse Schütz. Und der war unter Umständen Gold wert. Das ist nicht mal der magere Hase, den ich mit Ihrer Hilfe erwischt habe. Von den nassen Füßen ganz zu schweigen. Hier 2 Krog extra stark. Danke, Fräulein Lorenz. Immer noch nichts? Wie? Ich meine, glauben Sie immer noch, dass es Vater war? Darüber kann ich leider nichts sagen. Aber wenn wir Glück haben, wissen wir morgen mehr. Beruhigen Sie sich. Darf er dann nach Hause? Das kommt darauf an. Ich gebe Ihnen Bescheid. Danke. Das waren ja große Versprechungen eben. Die wir halten werden, wenn Sie dafür sorgen, dass heute Abend jemand im Labor ist. Heute? Am Sonntag? Ja, ich hab da was. Na, da habe ich mir ja was eingeborgt mit der Jagd. Hoffentlich, Genosse Schütz. Spätestens morgen früh müsste die Analyse da sein. Ja, hier, Schütz. Wer? Hier? Na, ein Glück. Ja, wenn es nicht so lange dauert. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Huber. Was ist denn? Na, also. Heute früh. Na, sehen Sie. Ja, ich richte Sie ihm aus. Bestimmt. Danke. Wiederhören. Herr Huber? So ein Blödsinn. Der Rucksack ist wieder da. Heute früh hing er im Spind. Und nun bedankt er sich für die originelle Lösung. Und wir haben gut. Sind wir. Nur sagen Sie bloß, Sie haben wirklich was damit zu tun. Wenn man es genau nimmt, ja. Und Sie auch. Das ist mir zu hoch. Aber ich habe Ihnen den Rucksack natürlich nicht zurückgebracht. Ich weiß bloß, wer es war. Und wer war's? Derjenige, der ihn gestohlen oder besser, der ihn sich geborgt hat. Verblüffende Logik. Seien Sie mir nicht böse, Genosse Schütz. Haben Sie die Analyse von gestern? Ja. Hier. Ist Ihnen schon was aufgefallen? Ein sauberer Handballabdruck. Moment mal. Das ist doch nicht möglich. Hier. Zeigen Sie her. Ja. Wie ich vermutet habe. Wir haben X. Genosse Hauptmann, das heißt doch... Noch nicht.
Seien Sie so nett und veranlassen Sie, dass in 5 Minuten Lorenz, Stüß und Meffert gebracht werden. Wir können noch nicht beweisen, wer geschossen hat. Entschuldigen Sie, Genosse Hauptmann, Herr Schober ist da. Bitte. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Schober. Wir brauchen Ihr fachmännisches Urteil und deshalb habe ich Sie hierher gebeten. Ja, natürlich. Nur ich müsste gleich wieder weg. Das hängt ganz von Ihnen ab. Hier. Sehen Sie sich das mal an. Wo haben Sie denn die hier gefunden? Sowas möchte ich auch mal finden. Sie gehen ihm zu wenig spazieren. Dazu müsste man bei der Kripo sein. Danke. Na, was meinen Sie dazu? Eine Bockflinte. Ein Knicker. Der Lauf kann geknickt und abmontiert werden. Hm. Und was schließen Sie daraus? Für den Wilder die ideale Waffe. Die hat in jedem Rucksack Platz. Der Lauf ist neu gebohrt, ne? Scheint so. Ja, 16er Brenniger. Hm. Und das Zielfernrohr? Ist älter, Vorkriegsmodell. Hm. Sagen Sie mal, Herr Schober, lassen sich aus dem Schalldämpfer irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Ebenfalls, dass die Flinte zum Wildern benutzt wurde. Hm. Saubere Arbeit. Blechtüte mit Speckschwarten ausgehängt. Ich schätze, der Schuss ist kaum 100 Meter zu hören. Sagen Sie, woher stammt nach Ihrer Meinung die Waffe? Sieht nach italienischer MP aus. Wahrscheinlich Fundstück aus den letzten Kriegstagen, dann umgebaut. Tja, ich glaube, das wäre alles. Hm. Tja. Ja, schönen Dank, Herr Schober. Das hilft uns viel weiter. Brauchen Sie mich noch? Nur noch einen kleinen Augenblick. Ah, die Herren sind vollzählig. Nehmen Sie Platz. Sie auch, Herr Schober. Sie wissen, unser Genosse und Freund Hans Mangold ist, als er einen Bilderer stellte, von diesem erschossen worden. Wer erschoss Mangold? Der Mörder ist unter uns. Und 2 von Ihnen wissen, wer es ist. Nun, Herr Meffert, Sie wissen doch zum Beispiel sehr genau, wem die Mordwaffe gehört. Das habe ich ja schon gesagt. Stüß. Sieh mal an, ich habe damals dicht gehalten und du? Herr Stüß, ist das Ihre Flinte? Ja, die 2., die mir Meffert gestohlen hatte. Ich wollte sie wiederhaben. Gesucht habe ich danach ein halbes Jahr lang. Um wieder zu wildern? Nein, um sie abzuliefern. Und endlich beweisen zu können, dass ich Schluss gemacht habe mit dem Wildern. Schluss! Weil ich ins Jagdkollektiv wollte. Und statt zu uns zu kommen, spielten Sie auf eigene Faust Detektiv. Das war falsch, ich weiß. Aber ich hatte herausbekommen, dass ich Meffert mit Lorenz zusammengetan hatte. Und als das mit Lorenz Hand passierte, da dachte ich, jetzt packst du zu. Ich beobachtete Lorenz Sonntagabend, wie er in den Wald ging und blieb immer hinter ihm. Auch als die Schüsse fielen? Da waren wir beide in der Deckung. Na, glauben Sie mir nun endlich. Verschweigen ist auch Lügen, Herr Lorenz. Was wollten Sie denn am Sonntagabend im Wald, Herr Meffert? Dann will ich es Ihnen verraten, Herr Meffert. Sie wollten die Waffen fortschaffen, die Sie in der Schutzhütte versteckt hatten. Denn Sie wussten, Mangold hatte das Versteck entdeckt. Und der erste Schuss? Warum fiel der erste Schuss? Antworten Sie, Herr Meffert. Wir hatten Streit über die Flinte von Stüss. Wer hatte Streit? Ich und... Und der Mörder. Ich hatte ihm die Flinte manchmal geborgt. Als wir die Waffe fortschafften, wollte er sie an sich nehmen. Ich wollte sie nicht hergeben. Da löste sich ein Schuss. Wir waren erschrocken. Und da tauchte Mangold auf und... Ja, Mangold erschien, ehe Lorenz sie warnen konnte. Deshalb waren Sie nachts zum Hochmoor gegangen, Herr Lorenz, nicht wahr? Um Ihre Komplizen zu warnen. Achtung, Mangold ist in der Nähe. Woher wissen Sie das? Woher wussten Sie, dass Mangold mir von Ihrer Verletzung erzählt hatte? Woher wusste Herr Meffert, dass Mangold das Waffenlager in der Schutzhütte entdeckt hatte? Nur 3 wussten das. Mangold, ich und der Mörder. Der war nämlich dabei, als es mir Mangold Sonntag vom Mittag erzählte. Nicht wahr, Herr Schober? Gratuliere, Genosse Hauptmann. Tja, ich weiß nur noch nicht, wie Sie Schober auf die Spur kamen. Weil er und nur er es sein konnte, der vor einer Woche Lorenz über mein Gespräch mit Mangold unterrichtete und ihn warnte. Aber das war nur ein erster schwacher Verdacht, von dem ich durch die Belastung von Stüß wieder abgelenkt wurde. Erst als Sie den Vorschlag mit der Jagd machten, kam ich wieder drauf. Das war eine Gelegenheit, der Sache relativ unauffällig nachzugehen. Ich merkte zwar, dass Schober wenig Lust zur Jagd hatte, aber ich wusste nicht warum, bis Huber kam. Natürlich war Schober in Sorge wegen des Rucksacks, den er am Tatort zurückgelassen hatte.
Um keinen Verdacht zu erregen, musste er mit einem alten Rucksack zur Jagd erscheinen. Ein neugekaufter wäre aufgefallen. Auch zu borgen wagte er sich keinen. So stahl er den Rucksack Hubers und brachte ihn am Montag nach der Jagd zurück. Er konnte ja nicht wissen, dass ihn der Ölfleck schon verraten hatte. Aber woher wussten Sie so genau, dass der Handballenabdruck von Schober stammte? Während der Jagd hatte ich mir seine neue Doppelflinte ausgeliehen und an genau derselben Stelle wie auf der Mordwaffe konnte ich den schönen Folienabzug seines Ballenabdrucks machen. Trotzdem war damit doch nur zu beweisen, dass Schober die Waffe in der Hand gehabt hatte. Der Mörder konnte doch auch Meffert sein. Deshalb mein Überrumpelungsangriff auf Schober. Wir haben sein Geständnis. Dass so ein Mann wildert. Er hatte doch im Jagdkollektiv alle Möglichkeiten. Ja, aber offenbar nicht die, die er sich erträumte. Wildern ist Freiheit, sagte er mal. Freiheit, wie er sie verstand. Kleinbürgerlicher Anarchismus, Zügellosigkeit, Schießen ohne Verantwortung, abknallen, was vor den Lauf kam. Selbst einen Menschen, als er sich entdeckt sah. Er wusste natürlich genau, dass mit Mangold nicht zu spaßen war. Ja, von ihm selbst sogar. Das war ja nicht zuletzt der Zweck von Schubers doppeltem Spiel. Stets zu wissen, was im Kollektiv vorgeht, um so ganz sicher gehen zu können. Deshalb wollten sie die Waffen sofort wegbringen, ehe wir zufassen konnten oben an der Schutzhütte. Aber der Streit um die Waffe von Stüss machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Und Schober drückte ab, als er merkte, dass er nicht mehr unerkannt entkommen konnte. Hm. Und Lorenz wusste, wer der Mörder war. Er konnte es ahnen. Aber er schwieg, wie Meffert. Das wird er verantworten müssen. Dieses unsinnige Schweigen. Tja, Genosse Schütz. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen hier endlich alle begreifen, wohin die Wilderei führen kann. Aber nun muss ich in Wildbach anrufen. Wir haben es versprochen. Das war ein Kriminalhörspiel von Hans Pfeiffer. Schüsse am Hochmoor. Die Personen und ihre Darsteller: Hans Mangold, Horst Schön. Hauptmann Birnbaum, Kurt Ulrich. Leutnant Schütz, Rolf Ripperger. Karl Lorenz, Hans Emons. Edith Lorenz, Gisela Rimpler. Paul Stüß, Erich Franz. Willi Schober, Dom de Beeren. Fritz Meffert, Maximilian Larsen. Häfner, Paul Streckfuß. Berthold, Albert Zahn. Huber, Paul R. Henker. Die Musik schrieb Rolf Kuhl. Schnitt Waltraud Püker. Ton Jürgen Meinl. Regieassistenz Lothar Hahn. Regie Werner Grunow.